Ja, mein Name ist Micha Retzky, ich komme von der IHK. Ah, Sie wurden mir schon angekündigt. Da kriegen Sie hier einmal eine Jacke. Vielen Dank. Ja, schönen guten Tag, Herr Retzky. Hallo, Herr Hallasch, bin ich heute hier zum Schichtwechsel. Ja, ich bin heute hier Ihr Ansprechpartner und werde Sie durchs Unternehmen führen. Und so hat alles begonnen mit dem Berkefeld-Filter? Ja, in der Tat. Wie Sie vielleicht wissen, ist das Unternehmen 126 Jahre alt und es hat damit begonnen, dass in Hamburg eine Choleraepidemie war und der Firmengründer Wilhelm Berkefeld hat ein Verfahren entwickelt, um das Wasser zu reinigen, um die Epidemie einzudämmen. Heute sind die Verfahren natürlich viel komplexer und das können wir uns heute hier mal im Hause angucken. Ja, klingt spannend. Ich freue mich auf den Tag. Hier befinden wir uns jetzt im Engineering, hier bei uns im Haus. Das Engineering umfasst den gesamten Bereich von mechanischer, elektrischer Konstruktion, Prozessautomation bis zur Montage in Betriebnahme. Und was hat das Ganze mit diesem Kieselgurfilter von unten zu tun? Ja, eigentlich gar nichts mehr. Mhm. Außer, dass die Kundenanforderung immer noch die gleiche ist. Der Kunde braucht sauberes Wasser, aber die Technologie ist viel komplexer geworden. Das ist eine Wasseraufbereitungsanlage für den Einsatz in Krisengebieten. Die besondere Herausforderung im Engineering hier war, die Anlage so kompakt zu bauen, dass sie in diesen kleinen Würfel passt, damit die Anlage einfach transportiert werden kann. Mit der M6 haben wir jetzt auch im Kasten. Dann fehlt uns ja eigentlich nur noch der Dreh von einem Außendienstmitarbeiter. Was macht ihr da Spannendes? Ich bereite gerade die Szenen vor für unseren nächsten Videodreh. Wir sind Ausbildungsbotschafter, das heißt, wir reisen immer in den verschiedenen Schulen rum und erzählen den Schülern was von unserem Ausbildungsberuf. Genau, und zudem präsentieren wir noch unseren Betrieb, um möglichst viele Auszubildende bei uns einstellen zu können. Ja, das ist ja spannend. Dann drücke ich die Daumen, dass der Film gut gelingt. Dankeschön. Danke. Wo ist denn eigentlich der Herr Reimers? Ich glaube, ich habe einen Termin bei ihm jetzt. Ja, der ist direkt nächste Tür rechts. Super, vielen lieben Dank. Tschüss. Tschüss. Herr Reimers? Hallo, Herr Retzky. Hallo, Herr Reimers. Machen Sie es gemütlich. Danke. Ja, ich habe gerade Ihre Auszubildenden kennengelernt. Das ist ja ein tolles Team. Das stimmt. Wir haben sehr engagierte Auszubildende, natürlich genau wie unsere Mitarbeiter. Aber auch das ist kein Selbstläufer. Wir tun auch viel dafür. Das geht los mit der Weiterbildung, mit Personalentwicklung, aber auch über das Thema Firmenkultur. Sprechen Sie uns da gern einmal an. Mit regionalen Partnern vergibt die IHK an Unternehmen das FAMI-Siegel für besondere Familienfreundlichkeit. Und auch bei der Weiterbildung gibt es Zuschussmöglichkeiten. Nutzen Sie da gern mal unsere kostenfreie Förderberatung. Ja, sehr gerne. Neue Ideen und Impulse sind immer willkommen. Bei neuen Impulsen sind Sie auch vorne mit dabei. Stichwort Digitalisierung, habe ich gehört. Ja, das stimmt. Da würde ich Ihnen gerne meinen Kollegen Philipp Lehnberg vorstellen. Der ist unser Experte für das Thema Remote Monitoring in der Abteilung After Sales. Hallo, Sie sind der Experte für Remote Monitoring? Hallo, genau das bin ich. Und was ist das genau? Das ist eine gute Frage. Wie Sie ja wissen, sind wir auch im internationalen Geschäft sehr erfolgreich. Und in diesem Zuge ist es für uns wichtig, dass wir unsere Anlagen überall auf der Welt überwachen und steuern können. Und aus diesem Grund haben wir kürzlich unsere digitale Lösung AquaVista entwickelt, die es dem Kunden einerseits ermöglicht, seine gesamten Dokumente abzurufen, seine Anlagen in Echtzeit zu überwachen. Und darüber hinaus bietet es uns die Möglichkeit, intelligente Algorithmen zu entwickeln, auf Basis derer wir Anlagenstillstände des Kunden verhindern können. Das klingt gut. Digitalisierung ist auch echt ein wichtiges Thema. Auch die IHK versucht, ihre Produkte und Leistungen im Sinne unserer Kunden zu digitalisieren. Und so können Sie beispielsweise Ursprungszeugnisse oder Handelsrechnungen auch online ausfüllen. Okay, das würde ich gerne mal an unseren Export weitergeben. Ja, Herr Hollasch, vielen lieben Dank für den Tag mit den tollen Einblicken. Klasse, was Sie hier alles in Celle machen. Und ich würde mich freuen, wenn ich vielleicht mal wiederkommen darf. Vielen Dank für Ihren Besuch. Auf Wiedersehen, Herr Retzky. Tschüss. Tschüss.